Im heutigen kurzen Video möchte ich euch drei Gadgets vorstellen, die mich überrascht haben. Überrascht, weil sie besonders gut sind, aber sie keiner kennt oder sie zumindest noch nirgendwo anders vorgestellt wurden, soweit ich das gesehen habe, oder weil sie zwar sehr bekannt sind, mich aber enttäuscht haben. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen bei Van for Five Life. Heute geht es um drei Gadgets. Es wird also ein relativ kurzes Video. Und ich möchte mal mit den positiven Gadgets beginnen. Als erstes habe ich ein Gadget, das immer wieder hilft, wenn wir einmal zum Beispiel bei Freunden übernachten und mit dem Wohnmobil anreisen. Was passiert nämlich dann? Wir haben unsere ganzen Sachen ja im Wohnmobil meistens in den Schränken einsortiert. Und dann ist die Frage, wie kriegen wir die Sachen relativ unkompliziert rüber zu der Wohnung oder zu dem Hotelzimmer oder wo auch immer wir dann übernachten wollen. Dazu braucht man natürlich dann in der Regel eine Tasche. Und die sind dann in der Regel entweder nicht dabei oder sehr voluminös und nehmen dann viel Platz weg. Und dazu gibt es eine Lösung, die ich sehr, sehr gut fand und die ich euch mal zeigen wollte, nämlich das hier. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Kulturbeutel oder irgendwie so ein kleines Täschchen. In Wirklichkeit ist das kein kleines Täschchen, sondern ein richtig großes Täschchen. Und das zeige ich euch jetzt mal. Das kann man nämlich hier aufmachen. Hier oben ist ein Reißverschluss. Und dann ist das hier eine richtig große Tasche. Die ist gigantisch. Schaut mal hier, was das für ein Riesenteil hier wird. So, und die hat einen Reißverschluss hier oben und kann dann mit richtig vielen Sachen befüllt werden. So, und hat auch noch Seitentaschen, hat einen Trageriemen, also ist eigentlich sehr, sehr praktisch. Und wenn man es dann nicht mehr braucht, weil man die Sachen wieder eingeordnet hat, dann ist hier oben der Reißverschluss sehr schnell geschlossen und man kann das relativ einfach dann wieder zusammenfalten, wieder den Reißverschluss zumachen und dann ist das wieder das übliche kleine Täschchen von eben, das man überall irgendwo in die Ecke stopfen kann und man hat es dann halt immer dabei. Das fand ich echt gut und es ist auch gar nicht so teuer. Ich verlinke euch das mal unten in der Videobeschreibung. Also das wäre auf jeden Fall ein Gadget, das wir gut finden und das ich so auch noch nirgendwo gesehen habe. Nochmal der Hinweis im ganzen Video, das ist eine unbezahlte Empfehlung. Wir haben das alles selber gekauft und ich habe auch keinen Kontakt mit den Herstellern, sondern ich empfehle euch das hier so, wie wir das als Reisende wirklich empfinden. Kommen wir zum zweiten Gadget. Noch ein gutes Beispiel für ein Gadget, das wir immer wieder gerne verwenden. Und da geht es um das Thema Licht. Das hier ist offensichtlich so eine Art Lampe. Sieht für eine Taschenlampe ein bisschen komisch aus, weil sie so eher breit als lang ist. Ist aber erstmal wirklich eine Taschenlampe. Wenn ich hier anmache, dann seht ihr das auch. Die ist sehr hell, also blendet richtig und man kann damit weit leuchten, wenn man zum Beispiel mal nachts unterwegs ist oder wenn man mal im Dunkeln unter das Wohnmobil schauen möchte, dann ist diese Lampe wirklich gut. Ja, und die hat aber noch eine kleine Besonderheit, diese Lampe. Und das ist, man kann hier oben an der Fassung kann man etwas drehen und dann passiert Folgendes. Schaut mal, dann ist das plötzlich eine Tischlampe. Die ist auch relativ hell und kann dann auch benutzt werden, um zum Beispiel draußen zu sitzen auf dem Campingtisch. Kann man sie draufstellen und man hat dann immer ein bisschen Beleuchtung. Und das ist natürlich dann auch der nächste Schritt. Man kann, wenn ihr jetzt zum Beispiel mit dem Zelt unterwegs seid, sie auch aufhängen. Da ist nämlich hinten so ein kleiner Haken dran und eine Öse. Und da kann man sie oben an das Dach hängen und dann ist es auch eine Raumbeleuchtung. Auch unten leuchtet sie noch und an den Seiten. Das finde ich super clever gemacht. Und das hat wirklich einen hohen Nutzen und gleichzeitig ist die aber sehr klein, diese Lampe. Man muss sie dann wieder zuklinken und dann ist es wieder die normale Taschenlampe von eben. Letzter Hinweis, diese Lampe hat Batterien. Allerdings, ich mache es mal gerade auf, dann seht ihr das auch, sind das die Standard-AA-Batterien. Hier sind sie drin. Mit anderen Worten, man kann auch hier die üblichen gleichformatigen Akkus einsetzen. Dann hat man auch eine Lösung, die umweltfreundlicher ist, weil sie dann wieder aufladbar wird dadurch. Ja, diese Empfehlung wollte ich euch auch nicht
vorenthalten. Ich verlinke euch auch das mal unten in der Videobeschreibung. Und nun kommen wir zum dritten Gadget. Das ist jetzt mal ein Negativbeispiel. Beim dritten Beispiel handelt es sich um ein Gadget, das ihr vielleicht auch habt oder zumindest wahrscheinlich auch kennt. Vielleicht euch sogar überlegt, so etwas zuzulegen. Und das ist auch relativ teuer. Und zwar rede ich von diesem Koffer hier, der sogenannte Multi-Anker. Da geht es darum, dass man in diesem Koffer eine Saugnäpfe hat. Ich mache das mal auf und zeige es euch. So sieht das Ganze aus. Also hier, so sieht der Koffer aus. Und hier sind diese Saugnäpfe, die ich gerade schon ansprach. Die kann man dann etwas befeuchten, an die Karosserie setzen oder an eine Scheibe. Kann dann diesen Hebel umlegen, dann saugt sich das fest. Und soll angeblich eben auch größeren Belastungen standhalten. Unter anderem kann man da auch die Markisenstangen einklinken. Da gibt es so einen Adapter dafür. Oder man kann, so wie ich das versucht habe, hier solche Haken kaufen, wo man dann etwas aufhängen kann. Zum Beispiel Kleidung zum Trocknen oder sowas. Da gibt es auch Gewichtsangaben, was das dann aushalten soll. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir hatten das mit auf unseren Reisen. Und ich persönlich war echt enttäuscht, weil es zwar kurzfristig hält, das Problem ist, diese Dinger sind bei uns bei Nacht sehr oft abgegangen. Das heißt, man hat dann hier einfach ein T-Shirt dran gehängt, relativ nah auch noch an dem Bügel, damit die Gewichtsbelastung gering ist. Und das war absolut unterhalb der angegebenen Gewichte. Und am nächsten Morgen ist das abgefallen und das T-Shirt lag unten im Gras oder im Schmutz und wir mussten es neu waschen. Also die Zuverlässigkeit von diesen Saugnäpfen ist absolut für mich unzureichend gewesen. Wir sind auf Magnete umgestiegen, da gibt es ja auch eine Magnetlösung und die funktioniert wesentlich besser. Also mit anderen Worten, für mich persönlich war das rausgeschmissenes Geld und wir benutzen das nicht, wir nehmen es auch nicht mehr mit. Und ich würde es euch persönlich jetzt auch nicht empfehlen. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt. Jedenfalls wollte ich euch auch das nicht vorenthalten. Das ist für uns jedenfalls eine Enttäuschung gewesen. So, das war's auch schon mit dem heutigen Video. Wie ihr vielleicht wisst oder euch denkt, sind wir unterwegs. Es ist ja Sommer und wir reisen gerade im Moment Schweden, Norwegen und Dänemark. Und deshalb dauert es auch ein bisschen, bis die nächsten Videos erscheinen. Bis dahin, bleibt gesund. Vielleicht habt ihr auch gerade Spaß im Urlaub. Alles Gute, bis zum nächsten Video. Euer Ingmar.